Hallo Leute, hier ist wieder Fairwall und im letzten Part hat Pegorino Kate ermordet. Und in diesem Part werden wir ihn ermorden. Okay. Wir haben Pegorino ausfindig gemacht. Will Jacob ist genauso auf Rache aus wie Roman, wie ich. Und deswegen werden wir jetzt losgehen. Wir werden an diesem Gebäude aufschlagen. Werden Pegorino ein für alle Mal den Garaus machen. Ja, diese Zwischensequenz, wirklich harter Tobak. Wenige Spiele schaffen es wirklich bei mir, Emotionen hervorzurufen, und dieses Spiel hat es geschafft. Das war eine der wenigen Endmissionen, wo ich wirklich wollte, dass der Bösewicht stirbt. Und das möchte ich jetzt wieder. Es ist jedes Mal so. Jedes Mal, wenn ich dieses Spiel durchspiele, ist es so, dass ich am Ende will, eigentlich, dass der Bösewicht stirbt. So, und das werden wir jetzt tun. Wir sind schnell unterwegs zum Treffpunkt. Ich habe mich natürlich wieder standesgemäß eingekleidet. Ich trage wieder Anzug und so weiter. Ich weiß nicht, ich finde, Nico sieht sehr schnieke damit aus. Und ja, tut mir leid, dass ich jetzt gerade nicht so fröhlich und freudig und frisch daherreden kann, aber diese Mission ist harter Tobak, die macht mich wütend und ich will jetzt eigentlich auch Rache nehmen. Eigentlich möchte ich das jetzt tun, ja. Möchtet ihr das nicht auch? So folgt mir auf dem Weg zur Rache. Es ist quasi Doppelrache auf diesem Streit. Ja, der Unterschied zwischen dem Part, also der Rache des... Was möchte Fairwall euch sagen? Also, der Unterschied zwischen Rache und Geld ist eigentlich nur, dass bei Geld Dimitri uns hätte versucht abzuschießen. Und dann Roman getroffen hätte. Kate hätte den Kontakt mit uns abgebrochen und Roman wäre gestorben. Das wäre auch hart gewesen, aber es wäre dann wirklich unsere Schuld gewesen. Also, ja. Ich finde diesen Zweig einfach viel schöner. Also, sonst würdet ihr jetzt gegen Dimitri ziehen, aber jetzt... So ist es jetzt so, dass man gegen Pegorino zieht und Pegorino versucht, den Garaus zu machen. Und ich denke mal, dass das... Ich finde, das ist irgendwie der schönere Zweig. Schöner im Sinne von... Gerechtfertigter. Er, ne? Gerechtfertigter. Naja. Aber sonst so, ist ja wirklich schön und so. Ich werde jetzt hier, nachdem ich dieses Spiel beendet habe, jetzt den Silvester-Part aufnehmen und dann nicht rausspringen. Oh Gott, Nico. Idiot. Ich weiß, du kannst es nicht erwarten, aber... Oh. So, steigen in den Wagen. Was macht Roman da? Wer ist das da hinten? Ist das Roman? Was macht er da? But I do not think this is the place for you, Roman. This is too dangerous. You are my cousin, Nico, and Kate died at my wedding. I'm helping. Ja, Roman ist eigentlich nicht ein guter. You have a stick to my brother. Gut, da ist der Bastard. Better lose this piece of shit on the way back to the peg. I don't want to be late. Folge den Gangstern, sie führen dich zu Pegorino. Sie werden schießen, die werden schnell sein, wir müssen auch schnell unterwegs sein. Letzte Mission. Das ist die letzte Mission in diesem Spiel. So. Wir können ein bisschen ausweichen, ein bisschen Schlangenlinien fahren, dann haben sie es schwerer, uns zu treffen. Und natürlich geben sie uns echt ein beschissenes Auto für eine Verfolgungsjagd, aber ey, ich beschwere mich nicht. So, wir fahren dann also auf diesem wunderbaren Highway. Also die letzte Verfolgungsjagd ist wirklich gespickt von tollen Sachen. Ne? Toll, 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 super toll. Hier zum Beispiel die Baustelle, super toll. Alles super toll. Und natürlich wieder wunderbare Ereignisse hier, alles wunderbar geskriptet. Und das nächste Let's Play ist schon auserkoren. Es ist noch kein Konsolenspiel, weil ich das alles noch nicht gefunden habe, wie das funktioniert und so. Aber das nächste Let's Play ist auserkoren. Und ja, steht alles in den Startlöchern. Ich muss dann auch einiges angucken und mich dann ein bisschen reinfuchsen, aber ja. Okay, der Typ fährt eine ganz schöne Linie. Also wir sind jetzt hier schon ganz unten und wir fragen uns langsam, hey, wo ist eigentlich Pegorino und wo fährt er hin? Okay. Ich hoffe, die Mission auch beim ersten Anlauf hinzukriegen. Das ist ein bisschen schwierig, aber ist ja auch die letzte Mission. Ne? Ich meine, das wäre das für eine letzte Mission, wäre das ein Spaziergang. Und man hat in dieser Mission wirklich alles da. Alle Fortbewegungsmöglichkeiten. So viel schon mal verraten. Aber ihr werdet das ja eh gleich alle sehen. Insofern seid gespannt auf die letzte Mission. So, hier, er fährt auf die Gegenfahrbahn. Wir bleiben auf dieser Seite. Ist ein bisschen entspannter. Wir können auch gleich wechseln. Nur die Ruhe. Nur die Ruhe. So.
Er rast aber ganz schön durch den Gegenverkehr. Jetzt müssen wir hier rüber. Scheiße. Rüber. Ich sehe noch. Ich will ihn nicht verlieren. Ich hasse nur diesen Scheffler. Das ist ein grauenhaftes Auto für eine Verfolgungsjagd. Muss man echt sagen. Da ist er. Da sind sie. Nein, ihr habt uns noch nicht verloren, Freundchen. Freunde. Wow! Und das mit dem Hammer. Das ist nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Also wirklich, das war jedes andere Auto okay, aber nicht mit Mama. Das war, ja, genau. Wie die erstmal über die Sehenswürdigkeiten schnacken. Das ist auch schön. Ja, also hier schlagen gerade ein paar Panzergranaten ein. Auf der anderen Seite ist es ja wirklich schön. Ich mag die Vegetation. So, deswegen mussten wir jetzt auch auf diese Seite, ansonsten hätten wir ihn hier nicht erwischt. So. Alles klar. Und wir kommen langsam näher. So. Ja, das ist hier schon die bessere Gegend. Offensichtlich bringt er uns zu Pelorino. Das ist sehr gut. So, der schießt auch nicht mehr. Hat er keine Munition mehr? Versager, was bist du eigentlich für ein Gangster, ey? Ja, ich werde jetzt hier eine schlimme Verfolgungsjagd machen. Aber was finde ich denn damit? Oh, so 30 Schuss werden schon reichen. Boah, mehr brauche ich bestimmt auch nicht. Ich werde bestimmt auch nicht verfolgt. Ich als Gangster. Ich als Handlanger von einer gesuchten Person. Quatsch, von einem Typen, der nichts mehr zu verlieren hat. Haha, ist doch Quatsch, komm. Komm her, du. Komm her. Komm her jetzt. Los. Mach was. Scheiß Hydrant. So, komm. Wir sind gleich da. Du hast gleich geschafft. Ja, wunderbar. Genau, und genau hier wollten wir doch. Ja, jetzt macht er erstmal eine schöne Rechtskurve. Die habe ich nicht erwartet. Ich dachte nicht, dass es so früh ist. Aber hier, wunderbar am Strand. Ist echt herrlich. Hat was Edles. So. Was war das denn für eine Abkürzung, Freundchen? So. Und er fährt diesen Weg runter. Jetzt nicht ins Wasser. Aha. Und wir kommen in eine Zwischensequenz. Und er ist in der Falle. Hoppla. Da ist aber ein Gangster-Treffer. Oh, wow, wow, wow. Wie lange macht es das Auto denn noch so? Gut, alles klar. Wir müssen jetzt langsam mal von diesem Auto wegkommen. Dazu nehmen wir diese wunderbare Waffe hier und da können wir eigentlich erstmal das Gröbste mit erledigen. Dann werden wir uns hochkämpfen und noch gröber arbeiten. So, aber dieses Auto macht es wirklich nicht mehr lange. Und deswegen ist auch gut, dass wir die kugelsichere Weste haben. Denn, ja. Ach, wo kommen die denn her? Was ist da denn los? Naja, okay. Die sind halt da. Jetzt sind da noch mehr Autos. Warum auch nicht? So, da ist noch einer. Okay. Ich denke mal, ich kann langsam mich dazu. Ja, da müssen wir noch mal ein paar. So, dass wir das Gröbste weg haben. Und jetzt werden wir hier mal anfangen, die Leute wegzusprengen. Das funktioniert ja hervorragend, weil der ganze Parkplatz zugeparkt ist. So, die da oben, die kriegen wir ganz schnell mit der Sniper Rifle ausgeschaltet. Haben wir überhaupt keine Chance. So, hier brennt erstmal alles wunderbar. Ich denke, wir können uns jetzt mal ein bisschen vorarbeiten. So, hier hinter diese Dinger. Das ist ein sehr guter Platz. So, und da das die letzte Mission ist, rate ich euch hier wirklich nicht mit irgendwas zu geizen. Also hier könnt ihr auch gerne mal die Panzerfaustgranaten loswerden, wie sonst was. Ist egal, Hauptsache, ihr kommt da mit ans Ziel. Also das ist wirklich dann alles egal. Ihr müsst hier gut durchkommen. Ihr solltet hier wenig kugelsichere Westen verlieren. Hauptsache, ihr kommt durch. Also hier teilt sich wirklich der Zweck alle Mittel. So, da ist noch einer. Wir müssen uns langsam dann. Freundchen. So, alles klar. Wir gehen noch ein bisschen weiter vor. Sliden hier gemütlich rein. Einer war da doch noch. Na gut. Mal weiter. So. Also, wie gesagt, achtet hier auf keinen Fall auf Munition oder irgendwie so zweitrangigen Kram.
Munition ist hier wirklich egal. Hauptsache, ihr kommt durch. Dann schießt lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, im Ernst. Oh, der lebt auch, glaube ich. Somit. Wow. Wo, wo? Wo, wo? Wo? Da. Ja, da können wir auch gerne mal eine Granate reinwerfen. Da ist überhaupt kein. Da habe ich überhaupt keine Schmerzen mit, Freundchen. Hier, nimm eine und noch eine zum Mitnehmen. So, alles klar. Die ist drin. Wunderbar. Jetzt denke ich, können wir. Prost. Bist du? Oh Gott. Hast du dich versucht rumzuschleichen, ja? Nee, läuft nicht mit mir. So, jetzt gehen wir da ins Haus rein. Noch ein bisschen Munition mitnehmen, alles klar. Und ins Haus reingehen bedeutet für mich immer. Okay, hier jetzt vielleicht ist das nicht so praktisch. Hier ist einer mit einer Schusswinkel, den muss weg. So, alles klar. Jetzt gehen wir hier in Deckung. Hier haben wir wirklich auch massiven Widerstand und die schießen jetzt langsam wirklich scharf und genau. Und da haben wir ein Medipack, falls ihr es braucht. So, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Ich habe diese Mission halt schon mal gemacht, das ist alles gar kein Problem. Deswegen weiß ich ungefähr, wo die Feinde liegen. Aber ansonsten würde ich euch hier auch empfehlen, einfach mal auf explosive Hilfsmittel zurückzugreifen. Wenn ihr nicht unbedingt langsam durchkommen wollt. Ach, verdammt, wir waren ein bisschen nah. So, okay. Ah, da ist noch eine mit einer scheiß Schrotflinte, ey. Gottes Willen, Gottes Willen, Gottes Willen. Ich hasse Schrotflinten. So, Hauptsache ist weg. Ah ja, hier. Das habe ich gesucht. Hier, Easter Egg. Hier liegt ein Dildo. Oh Gott. Wo? Oh, scheiß Schrotflinten. Schrotflinten machen hier immer erst den größten Ärger. Muss man wirklich sagen. Das kann man nicht anders sagen. So. Freund? Freunde? Freunde? So. Alles klar. Keine Freunde? Gut. Hier noch Freunde? Gut. Alles klar. Katzi. You motherfucker! Don't think for a second that this was anyone's fault, but ja, genau, du wurdest dazu getrieben. I wanted out and you killed someone I cared about. It's over for schieß you, doch. Jimmy. You immigrant piece of shit. Ja. Okay. Wir verfolgen Pegorino natürlich mit Herzblut. Muss ja so sein. Da werden wir jetzt auf Widerstand stoßen. So. Die sind dicht genug dran. So, den haben wir mal hinten die Klippe runtergeschubst. Aua. So. Jetzt haben wir die Wahl. Entweder wir gehen unten rum oder wir gehen oben rum. Ich mag es hier oben rum lang zu gehen. Das ist immer irgendwie ein wunderbarer. Was? So, wir machen weiter, indem wir hier versuchen, diese Gangster auszuschalten. Aber langsam haben wir nicht mehr wirklich viel Gesundheit. Das liegt auch daran, dass wir von allen Seiten behakt werden. Oh Gott! Stirb! Himmels Willen, ey. Haben wir hier irgendwas? Gott, scheiße. Das läuft gar nicht gut. Nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das lief auch schon mal besser. Aber wie gesagt, letzte Mission, die kann man ruhig zweimal versuchen. Es passiert. Aber naja, ich hätte halt gern noch was. Ach, halt die Klappe. So, ich hätte halt gern noch was für die letzte Verfolgungsjagd gehabt. So, jetzt müssen wir aber wirklich darauf achten, dass wir hier nirgendwo. Ja, wunderbar! Cut. Okay, wir sind ungefähr da, wo wir vorher sind. Vorher gewesen waren, Entschuldigung. Ich habe jetzt ein bisschen vorsichtiger gespielt, damit wir hier sauber durchkommen. Und möglichst wenig Hitpoints verlieren, weil ich jetzt auch keine kugelsichere Weste hatte. Also ja, es ist auch möglich ohne kugelsichere Weste. Aber man kriegt hier einfach keine, das ist das Problem. So, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Können wir da durchschießen? Nein, können wir nicht. Also können wir es auch nicht. Aber so können wir da runterschießen. Oh, wunderbar. Alles klar. Ich denke, soweit sind wir fertig. Jetzt müssen wir halt nur noch runter zum Pier. Und dann geht der zweite Teil. Ah. Hallo, na. Ich denke, ihr habt es auch. So. Wir müssen jetzt los auf das Bike. Ja, Jimmy fliegt nämlich mit dem Boot. Wir müssen das Bike nehmen.
Ich würde auch gerne auf dem Boot fliehen, aber nein, wir müssen ja... Wir müssen ja das Bike nehmen. So, jetzt müssen wir uns an der Küste halten. Richtig schön am Wasser lang fahren. Und möglichst nirgendwo gegen crashen, sonst entkommt uns Pegorin und das will ich. So. Alles klar. Wir können Pegorino hier nicht töten, das geht nicht. Er ist unverwundbar, aber er kann uns natürlich angreifen mit diversen Sachen. Einfach, ne? Wie alle Bösewichte das können. Die haben immer Handlanger. Und wir, die Semi-Guten, möchte ich jetzt mal sagen, haben natürlich immer nichts. So, hier müssen wir sehr vorsichtig sein. Einmal springen wir hier und... Oh, ein Militärhubschrauber. Oh, das sind Jacob und Roman. Verdammt, unglaublich. So. Da kann man auch sonst, wo ich eben war, gern Looping machen und alles versauen. Das ist unschön. Und da vorne seht ihr die Rampe. Da müssen wir durch. Auf jeden Fall müssen wir über diese Rampe. So. Beschleunige über die Rampe. So, zack. Und, oh, Hollywood. So, und jetzt müssen wir hier, Tippe wiederholt, Leertaste. Das müssen wir ganz schnell machen. Sonst stützen wir nämlich ab. Und ja, Nico schafft das, Nico schafft das, Nico schafft das. Mach an. Jawohl, Nico. Alles klar. Und wir haben Kontrolle über den Helikopter. Da müssen wir jetzt auch relativ vorsichtig fliegen, damit wir ihn hier kriegen können. Aber dieser Militärhelikopter ist relativ scheiße zu fliegen, möchte ich sagen. Deswegen, ja. Oh Gott. So. Ich muss mich hier gerade mal konzentrieren. Plötzlich hat er natürlich auch eine Panzerfaust, der Typ. So. Alles klar. Wow. Nein, 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 nein. So, gut, und wieder hoch, wieder jetzt. Keine Eventualitäten hier. So. Oh Gott. Oh, scheiße. So. Hallo? Nein! Nein, 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 nein. Wir werden nicht, nein! Nein! Nein, nein, nein. Wir kriegen dich! Stirb! Oh, Gott sei Dank! Puh. Oh mein Gott, ist das ein Scheiß, ey! Ja, wir müssen jetzt Bruch landen, natürlich! Also, ihr werdet getroffen werden, aber das, der erste Treffer war nicht geplant. So. Letzte... Natürlich explodiert das Ding nicht. So, Roman chillt da einfach nur. So, und wir verfolgen Pegorino. Es ist die... Kann ich laufen? Danke. Es ist die letzte Verfolgungsjagd, die wir machen müssen. Und wir verfolgen Pegorino. Natürlich. Ah, geht sterben. Geht einfach sterben. Stirbt. So, sterbt. So, alles klar. Wir müssen nur noch Pegorino verfolgen. Dann ist alles gut. Wo bist du, Freundchen? Freundchen, wo bist du? Wo bist du? Arschloch. Hey, Arschloch. Da, los. Mach dich zu Ende. Mach dich Ende. Mach dich zu Ende. Wunderbar. Das war's. I told you to leave me alone. I give the orders here. Me! You're not looking so good there, Jimmy. Screw you. What the fuck did she ever do to you? I wanted you, you immigrant dipshit. Big talk. You want to know something funny? Not really. The commission. The old families. I know some of those guys. And they... thought you were a fat fucking joke. Whatever. A joke. Cousin. Yeah. You did it. Really? I don't know. What did I do? But we're done. Now we can start making money. Really?
I suppose so. We won, man! We won! Ja, Leute, das war GTA 4. Das war die letzte Mission. Wir haben gewonnen. Zu welchem Preis, ist fraglich. Das war auch das Let's Play. Danke, dass ihr dabei wart. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Total. Es war eine lange, merkwürdige Reise. Und ihr wart dabei. Ging schneller, als ich dachte. Aber ich denke mal, es hat sich gelohnt. Vielen Dank auch an Rockstar Games, dass sie dieses wunderbare Spiel programmiert haben. Es ist wirklich eines der geilsten Spiele, die ich jemals spielen durfte. Und ich empfehle jedem von euch, sofern ihr das Alter habt und sofern ihr die geistige Reife besitzt, dieses Spiel auch zu spielen. Es ist harter Tobak, aber es lohnt sich einfach, wenn ihr einfach mal hinter die Fassade guckt. Ja, das nächste Let's Play, wie gesagt, steht in den Startlöchern. Seid gespannt, es ist was völlig anderes. Ja, also es ist diesmal irgendwie nicht ab 18. Ich habe ja irgendwie ein Händchen dafür, die Spiele toll zu finden, die ab 18 sind. Diesmal ist es nicht ab 18, aber ich muss mich noch ein bisschen reinfuchsen. Auf jeden Fall danke, dass ihr dabei wart. Und deswegen, ja? Was soll ich noch sagen? Danke, es ist schön. Es ist schön, dieses LP zu beenden, genauso wie es schön war, es zu spielen. Und ja, seid einfach auch beim nächsten LP wieder dabei. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Und, danke. Ich bin Farewell. Und wir sehen uns nächstes Mal. Ciao.